So, der steht da noch auf drei Pfosten, der steht da auf zwei Pfosten. Hoppla. Ah, der muss da weg. Oh, 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 oh. Hoppla. I-Beams 1 Abrissunternehmen, I-Beams 1 Abrissunternehmen. Ich muss mir gerade mal einen Fluchtweg schlagen. Denn I-Beams 1 Abrissunternehmen und ich hau hier Pfosten weg. Fluchtweg. Ja, I-Beams 1 Abrissunternehmen. I-Beams 1 Abrissunternehmen. Den wollten wir. Da, 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 da. Da, I-Beams 1 Abrissunternehmen. Jetzt müssen wir mal weg hier. Er kommt gerade nicht so hinterher. So. Einmal Spiel komplett überfordern. Auch mal schön. Wenigstens das mal heute erlebt. Brupp, jetzt. Jetzt hat er's. Ja, I-Beams 1 Abrissunternehmen. I-Beams 1 Abrissunternehmen. Wie das aussieht hier. Total für uns der Scheiß. Ja, I-Beams 1 Abrissunternehmen. So. Ja. Also hier entsteht in Kürze übrigens kein neues Hochhaus. Ne? Wer es wissen wollte, ist ein niegelnagelneues Bürogebäude, das hier nicht gebaut werden soll. Erstmal wissen wollte. Ja. Ich stelle gerade fest, ich stehe noch Baukran. I-Beams 1 Abrissunternehmen. I-Beams 1 Abrissunternehmen. Sagen Sie denn dazu? Soll ich erstmal Scheißdreck wegschmeißen?
Schraubenfedern, die wären ja schon cool. Sehr witzig. Was war ich jetzt falsch? Kommt auf meine Baustelle. Was macht ihr denn da für eine Party? Also. Hallo Freunde. Hey, Digga. Lade nach. Kann man ihnen weiterhelfen? Jetzt stirb halt. Ich war hier gerade mal an einem Projekt dran, als ihr mich gestört habt. Es geht nicht. Ist da noch so einer? Das ist gut. Krabbel hier mal drunter. Komm. Komm mal hierher. Warum kommst du das ganze Eisen nicht durch? Was denn? Kommst du echt durch dieses Eisen nicht durch? Mal nicht so, genau. Komm mal hier runter, komm mal hierher. Genau, sei mal nicht so. So. Ich würde sagen, das war dann jetzt doch am Ende meine Rache am Zombie gewesen. Einfach mal einen Berg Eisen ihm auf den Kopf fallen lassen. Das war lustig. So, kann der Tag ja kaum noch besser werden jetzt eigentlich. Vor allem ist jetzt mein Inventar einfach mal so rabbelvoll, dass ich auch eh nichts mehr mitnehmen kann. So. Jetzt noch die ganzen Zombies nicht mehr groß looten. Weil ich eh keinen Platz mehr habe.
So, das ist doch schön. Diese Stadt kennen wir doch. Genau, und jetzt zu der direkte Verbindung ist doch nice. Doch prima. Doch super. Wunderbar, wir müssen also jetzt rechts und dann wieder rechts und dann links. Da kommen wir wieder raus, also da vorne. Müssen wir. Rechts. Und hinten wieder hoch und wieder rechts. Und direkt links, dann kommen wir hier wieder raus. So, gut. Es liegt natürlich wunderschön der Airdrop direkt auf dem Weg. Sodass ich den eigentlich an sich gerne mitgenommen hätte. Hi. Da muss ich aber mal gucken, wie ich das inventartechnisch vereinbart kriege. Brems. Ich kann auf jeden Fall das Benzin wegpacken. Hier habe ich keinen Platz mehr, hier noch irgendwas reinzuhauen. Das ist jetzt alles. Ja. Gläser kann man aufeinander stapeln. Das tun wir mal weg. Das kann auch darüber. Doch, das dürfte aber jetzt reichen an Platz. Geht. Funktioniert. So, ach Göttchen. Muss ich jetzt aber mal heim? Heim diesen und dann muss ich mal Feierabend dann für heute wieder. Weil das ist ja jetzt, passt ja jetzt auch ganz gut. Je nachdem, wie schnell ich jetzt nach Hause komme, sonst wird es noch eine Folge. Wollte ich aber eigentlich gar nicht mehr, aber naja, macht auch nichts. Plan ist ja zwecks Vorproduktion wegen Urlaub über Weihnachten und hast nicht gesehen, Gedöns, weil ich ja auch dann irgendwann noch mal Zeit brauche für meinen Jahresrückblick. Das ist ja ganz gut, wenn ich sonst nichts mehr zu tun habe. Ist ja der Plan wirklich an einem festen Tag in der Woche Assassin's Creed und hier 7 Days aufzunehmen und zwar immer mindestens 7 Folgen, besser eigentlich mehr. Das ist jetzt die 7. Folge der Aufnahme. Da die, ja, das wird noch eine Weile brauchen, bis ich daheim bin. Also ich nehme mal an, die 8, da hängen wir dann noch dran. Das ist dann auch immer ganz gut, weil ja, einmal die Woche 7 Folgen ist halt auch nicht wirklich Vorproduktion, ne? Das ist dann halt einfach nur den Stand gehalten. Dann zu Hause werden wir mal trinken, was essen. Ich glaube, den habe ich vorhin umgeprügelt. Hat schon noch schlechte Laune, die habe ich ja jetzt nicht mehr. Nicht nachdem ich gerade einen Zombie unter Eisen begraben habe. Wie kann man nach so einer Aktion noch schlechte Laune haben? So, sind das hier die Bubis? Sind das hier meine Bubis? Is that possible?